Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal-Update. Ja, diese Woche war etwas ruhiger für mich. Wie gesagt, es ist ja nur dieses Interview mit dem Chimpanzee-Gamer rausgekommen. Hat mir auch ein paar Views gebracht, ein paar neue Abonnenten. Hallöchen, ihr Neuen, ihr. Ansonsten seht ihr jetzt gerade im Hintergrund Sonic and All-Stars Racing Transformed. Das ist ein Name, der zergeht ja förmlich auf der Zunge. Zumindest ist das jetzt gerade für dieses Wochenende kostenlos spielbar bei Steam. Deswegen habe ich es mir mal runtergeladen. Einfach mal, um es mir anzuschauen, weil ich auch mal so ein Mario Kart Spiel mal wieder spielen wollte. Ja, für mich als kleinen Sega-Fanboy will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Sega halt damals geliebt. Es ist für mich so ein bisschen Fanservice, allein schon wegen den Fahrern hier. Hier ist Sonic, Tails, Knuckles von den Sonic-Spielen oder hier Alex Kidd zum Beispiel oder Beat von Jet Set Radio oder Ulala eben von Space Channel 5, was ich auch schon mal hier in Retro Games gezeigt habe. Boah, ne, ist halt ein kleiner Kart. Ja gut, Kart Racer kann man gar nicht so genau sagen, weil es ist ja Kart, es sind ja Flugzeuge, Boote und so eine Art Jetski oder es wäre auch beides gleichzeitig, ich weiß es gar nicht so genau. Fahrer natürlich auch. Ich habe noch nicht ganz viel gespielt. Ob die Zeiten, die ich hier gespielt habe, die hatten auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, weil es jetzt auch gerade im Angebot ist bei Steam für, ich glaube, knapp 7 Euro. Ich glaube, das werde ich mir sogar zulegen. Einfach mal so ein kleines Fun-Rennspiel für zwischendurch. Warum nicht? Ich hoffe nur, dass dann das Online-Erlebnis auch so bleibt, wie es jetzt ist. Also derzeit sind die Server, oder Server kann man auch nicht sagen, aber zurzeit sind online sehr viele Spieler verfügbar. Jetzt kann es natürlich daran liegen, dass jetzt gerade dieses kostenlose Wochenende ist. Nicht, dass dann irgendwie jetzt am Montag, wenn dieses Wochenende vorbei ist, plopp, alle weg. Und der TG fährt alleine durch die Straße von, der Shogun-Strecke oder sowas. Der Shinobi-Strecke, so, nicht Shogun. Ja, ansonsten, habt ihr gesehen, Remember Me habe ich angefangen. Und, macht bis jetzt einen guten Eindruck, macht mir zumindest Spaß. Von den Testberichten habe ich Schlechteres erwartet. Und der E-Junkie, den ich da bei diesem Interview mit dem Trials und dem Spiel Trials natürlich und dem Chimpanzee Gamer und dem I Need a Nick LP da kennengelernt habe, der macht jetzt ein Grid 2 Event auf Steam. Also nur PC-Spieler. Grid 2 ist ja auch so ein schönes Rennspiel, macht mir auch Spaß, habe ich auch schon etwas länger jetzt schon in meinem Bestand. Da werde ich auf jeden Fall irgendwie teilnehmen, wenn es die Zeit dann zulässt. Das Video dazu, die Bewerbung dazu, packe ich mal hier in die Videobeschreibung. Vielleicht, wenn ihr auch PC-Spieler seid und auch Steam habt und eben auch Grid 2 oder Interesse daran, könnt ihr vielleicht daran teilnehmen, einfach mal melden. Macht sicher Bock, also gehe ich sogar sehr stark von aus, dass es Bock machen wird, weil Grid 2 einfach ein sehr gutes Rennspiel ist. Natürlich, ja gut, doch komplett was anderes als dieses Sega-Dingen, was ihr gerade im Hintergrund seht. Aber halt ein bisschen realistischer. Macht mir zumindest sehr viel Spaß. Naja, und abschließend halt, ne, wie immer, wenn ihr irgendwie Fragen an mich habt oder irgendwie Anmerkungen oder Vorschläge für mich, ne, packt es mir hier in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. So wie es jetzt auch die letzten Tage passiert ist. Und ja, ich weiß, es heißt Impressions, nicht Impressions, wie ich immer sage bei Remember Me. Ist ja gut, ist ja gut. Ich lerne ja noch. Wie kann man auch so Deutsches einenglischen oder Englisch eindeutschen und Impression? Habe ich noch nie gehört. Aber ja, es stimmt, es wird Impression genannt. Gut, ja, bis dahin. Das war's jetzt für diese Woche. Wie hat nicht so viel passiert. Ne, nochmal danke an alle neuen Abonnenten. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß dann. Und ich würde sagen, Kanal-Update, nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, euer TG. Ciao.